Ich habe Rubio Fee auf die Welt gebracht, als ich 14 war. Eine Kunstfigur, die irgendwie besser reinpasst. Die nicht so viel erzählt vom Aufwachsen im Dschungel und auf Goa-Partys. Vom Nacktschlafen auf Bäumen. Jemand, der nicht so nach Lagerfeuer riecht wie die kleine Ruby. Ich hab Hunger. Pfannkuchen mit Kaba? Ja. Wie siehst du denn aus? So anders? Du wirst irgendwann denken, dass du dich verändern musst, damit du dazugehören kannst. Zweimal Pfannkuchen für Ruby. Danke. Wenn du 12 bist, hört ihr auf zu reisen und zieht nach Berlin. Da seid ihr wie Aliens im deutschen Spießertum. Hä? Wieso nach Berlin? Ist doch alles gut so, wie es ist. Hallo, ist doch alles gut so, wie es ist. Und dann kommst du in die 5B. Da ist alles anders. Die werden sagen, dass du komisch riechst. Und dass man in einer Wohnung wohnt und nicht in einem Bus. Also hast du jetzt eine Wohnung? In der richtigen Hausnummer. Also, bist du jetzt erwachsen? Also, ich glaube, ich werde das Meer vermissen. Und tanzen. Und Indien. Und im Regen zu duschen. Und auf Bäume zu klettern. Mit 11 wirst du Kuscheltiere verkaufen auf dem Mauerpark-Flohmarkt. 450 Euro. Pfandflaschen sammeln auf der Fusion. 940 Euro. Da hattest du einen guten Lauf. Hast du jetzt dein eigenes Geld? Wenn du frei sein willst, dann musst du für dich selbst sorgen können. Pfandbecher sammeln habe ich auch immer gerne. Ich habe irgendwann mal so Rasierer von meiner Mama geklaut und wollte so Männer in dem Zelt so rasieren, so Barbershop. Hat sie mal machen lassen? Nee, niemand hat sich von mir rasieren lassen. Vielleicht besser so. Wer weiß. Als Kind lebt man ja irgendwie in Symbiose mit seinen Eltern. Also man ist abhängig von ihnen und kann ohne sie nicht überleben. Ja. Man wird halt erwachsen und man sehnt sich dann trotzdem nach dieser Vertrauensperson. Und ich glaube, das ist so das, was wir füreinander sind, dass man halt diese kleine Family hat. Das ist das hier. Hallo. Hallo, ich begrüße Sie. Wir haben ein Zimmer reserviert. Ja, Ruby Ophen. Ophen ist richtig. Ja, kleinen Moment.
hier mal den Schlüssel. Kann ich vorgehen? Ja, gerne. Ist gemütlich machen. Hier ist die Badestube. Gegenwart. Der Kern der Karte steht für Nostalgie. Mhm. Du vermisst, wer du warst. Mhm. Aber du hast auch Angst, den Schattenseiten der Vergangenheit zu begegnen. Mhm. Well, I think it's weird for normal people to see this kind of stuff. And all the people have weird clothes on and I think all the people think that it's like for crazy people, but it's normal for us. Mm. And living in buses. Yes. You like that? I have a huge bus. It's like you have your house and you're just driving with it. You can go with wherever you want with your house. It's cool. Und das ist jetzt... Die Zukunft. Genau. Okay, krass. Der Teufel. Aufregend. Okay. In dem Augenblick, in dem wir nicht mehr an unsere Hilflosigkeit glauben, beginnt unsere Freiheit. Das ist so schön. Ja. Finde ich richtig gut. Also ich glaube auch, dass man so an alte Muster glaubt. So Sachen, die man in der Kindheit halt gelernt hat. So Glaubenssätze. Ja. Bestimmt kleiden oder bestimmt wohnen. Ein paar Wochen auf einer Hebammenstation arbeiten. All die kleinen Kinder weinen und schreien. Das wird dich magisch anziehen. Zu sehen, wie man Ruhe spendet. Ist es im Auge? Mhm. Und wie sieht's aus? Na. Kannst du mein Auge sehen? Mhm. Oh, ich würde es gerne auch sehen. Oh, wie schön. Hallo. Hallo. Du wirst irgendwann aufstehen und gehen. Dich neu erfinden. Und du wirst feststellen, dass kein Job und keine Hausnummer verändert, wer du bist. Ruby! Du wirst als Kind erwachsen werden. Viele Male. Aber du wirst niemand mehr brauchen, der dich festhält. Because you